Wense, die Gutskapelle. Die Gutskapelle ist zeitgleich mit dem damaligen Herrenhaus für die Familie von der Wense errichtet und geweiht worden. Sie besteht aus einem rechteckigen Saal, dessen einheitliche barocke Ausstattung besonders beeindruckt. Der Erbauer Friedrich Wilhelm von der Wense war ein für damalige Verhältnisse gebildeter Mann. Er studierte Politik und Geschichte an der Universität in Helmstedt und machte eine mehrjährige Bildungsreise nach Holland, England, Frankreich und Italien. Er lernte Sprachen und brachte zahlreiche Anregungen für seine Bautätigkeit mit in die Heide. Die Kapelle konnte 1672 feierlich mit einer 3 Stunden langen Predigt eingeweiht werden. Die Innenausstattung stammt nahezu vollständig aus der Erbauungszeit. Das Epitaph an der Empore über dem Eingang erinnert an den Erbauer dieser Kapelle und seine Familie. Bei der 1869 erfolgten Neugestaltung und Restaurierung ist über dem Westgiebel ein neues Glockentürmchen aufgesetzt worden. Neben Gedenktafeln für die Gefallenen der Weltkriege sind an der Fassade die ursprünglich aus Dorfmark hierher gebrachten figürlichen Grabplatten für die 1572 und 1589 gestorbenen Jürgen von der Wense und seine Frau angebracht worden. Die Gutskapelle ist der einzige nach der Gründung des Truppenübungsplatzes verbliebene private Besitz der Familie von der Wense in Wense.